Leute, willkommen zurück zu Donkey Kong 64 DK. Donkey Kong DK. Donkey Kong ist hier. Wir holen uns die Blaupause. Und zwar von diesem Typen. Denn dann bekommen wir eine Banane. Eine richtig schön gelbe. Und sie ist nicht fade. Leute, es läuft, Mann. Echt jetzt, Leute. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind gut. Sogar sehr gut dran. Das muss ich sagen. Absoluter Wahnsinn. So, wir erinnern uns, da drin war auch was mit dem DK zu erledigen. Mit diesem Ding ins Fass hier. Lol, hier ist auch was für Lanky, ein Ballon. Ja, darf ich hier durch? Ich sehe ja überhaupt nichts. Ja, wir sind unverwundbar, dank dieser krassen Fähigkeit hier. Donkey Kong. So, lass nochmal schauen. Ah, wir haben alle 100 grünen kleinen Bananen für Donkey. Auf jeden Fall super Sache. So. Was sagst du mit Lanky? Muss ich nochmal kurz da rein? Ja. Okay, dann machen wir das. Habe ich eigentlich überhaupt nichts dagegen, wenn wir kurz mit dem Lanky da einen Abstecher machen. Hoppla! Oh, guckt euch allein mal die ganzen Kongs an mit ihren Mimiken. Guckt mal auf Chunky. Schau mal, er will unbedingt, dass wir ihn nehmen. Und wenn ich jetzt zu ihm gehe, dann will er es doch nicht. Haha, ist voll witzig. Oh, Leute, das Spiel steckt voller Liebe. Mensch, du Oller Drecksack, geh weg da. So, her mit dem Zeug hier. Ist noch was hier, außer der Ballon. Voll fies versteckt eigentlich, der Ballon. Ja, hey. Fünf Dinger fehlen noch. Dann haben wir alle kleinen gelben Bananen. Für unseren langarmigen Ruffy Kong. So, jetzt werde ich mich in Tiny verwandeln. Oder zu Tiny wechseln. Denn jetzt klettern wir nochmal da hoch. Wenn ihr einverstanden seid. Na, selbst wenn... Oh, das ist der falsche Weg. Da, 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 da. So. Oh, die Musik, Mann. Zu episch für mich, für mein schwaches Herz. Ich sag's euch. Und hier. Supi. 10 Bananas. Kleine Bananas fehlen uns noch. Aha, hier ist was für den Chunky Kong. Er braucht das ja echt. Aber er ist nicht da. Oh nein. Wie kann das denn bitte... Ah, und die letzten Bananen für Lanky. Guckt euch das an. Das gibt's doch nicht, glaubt ihr's mir hier. Das kann doch wohl nicht sein. Das ist doch gemein. Oh nein. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, was ich da singe. Aber ist doch wurscht. Hauptsache, wir haben eine gute Zeit, Leute. So, guckt euch jetzt lieber mal das an. Hoppla! 100! Wo führt das eigentlich hin hier? Lol, hier ist noch was für... Hier sind die letzten Bananas für die Tiny. Leute, wir sind gut, ey! Was sagt ihr denn? So, bevor wir es vergessen... Nehmen wir jetzt Chunky Kong. Er muss es tun. Oder nee, wisst ihr was? Wir laufen jetzt erstmal hier lang. Und schauen, ob es irgendwas Tolles zum Sammeln gibt oder ob wir irgendwo was Schönes haben.
zum Erledigen. Aha, Diddy Kong. Diddy Kong, was tust du denn? Aha. Minispielchen. Für den guten Chunky Kong. Welcome to Bonus Stage. Alles oder nichts. Oh nein. Sammle alle Münzen und erreiche danach die Zielflagge. Holy shit. Eins. Wieder so ein Labyrinthchen hier. Zwei. Drei. Vier. Aha. Da ist das Ziel. Dann wissen wir schon mal, wo das Ziel ist. Na. Müsste sich aber noch ausgehen. Ich glaube, die letzte Münze ist jetzt hier rechts. Genau. Doch, das müsste sich wunderbar ausgehen eigentlich. Alle Münzen haben wir. Jetzt müssen wir nur noch zum Ziel. Doch, das ist ein chilliges Labyrinthchen. Man kann sich auch ruhig ein bisschen verlaufen. Man hat noch ein bisschen extra Zeit hier. Doch. Donk, Donkey Kong. Yeah, Leute, Mann. Der Fortschrittsbalk, nee, von uns. Oh, Leute, freut euch auf den Automaten. Ich kann es euch gar nicht oft genug sagen. So. Diddy. Diddy Line. Du isst deine roten Bananen noch auf, weil sonst werden sie schlecht, gell? Kleiner Rotzlimmel. So, siehst du. Auch mit dir alle Bananen. Superb! Chunky. Oder Tiny. Dich frage ich zuerst mal, ob du mir hilfst. Ist hier eigentlich was? Ah, ne. Wo ist denn dieser Snipe? Snipe-Dingens. Typi. Ist der nicht auch hier irgendwo der olle Sack? Ich weiß es schon gar nicht mehr, Leute. Aber ich glaube schon, oder? Oder? Wo gehe ich jetzt lang? Ich... Aha. Falsch. Oh, dieses Level-Design, das ist so cool. Also... Versteht mich nicht falsch. Ich mag das irgendwie, wenn ich mich verlaufe hier. Das ist voll cool. Das hat für mich wirklich das Gefühl wie so eine riesige Firma. Doch, ich mag das. So, Leute. Aber langsam. Wirklich ganz langsam nur. Wirklich ganz langsam. Was ist da los? Also, können wir an den Boss denken? An den Bosskampf. Aha, Diddy Kong Münzen. Ah, hier ist dieser Trottel, okay. Ah, sieht mal. Aha. Aber wir haben doch schon noch ein bisschen was zu tun. Ja. Yeah. Und guck mal, Leute, wir haben mit allen Affen hier. Moment mal, wie kann ich hier wechseln? Guck mal oben links, wir haben mit allen Affen alle Bananen. 100, 100, 100, 55, okay, mit dem noch nicht. Aha. Aber das wird sich auch noch regeln. Nicht wahr? Wir haben Snipe noch gar nicht zuvor entdeckt, oder was? Aua! Schlag mich nicht, du Penner! Oh nee, wir machen so gute Fortschritte.
Dun, dun, genau. Ich wollte dich jetzt noch schnell abschießen, ehe wir weitergehen. 30 Bananas brauchen wir noch. Oh, wie er läuft, Mann. Das ist doch cool. Das ist cool. Ja, na klar. Ha, wunderbar. Moment mal. Ich will ja nichts mit dem Diddy Kong verpassen. Das ist gerade ein Blödsinn, das ich mache hier. Denn dahin, wo ich hin will, da kann ich eh mit jedem Affen hin, mit dem ich will. Auch wenn ich am Ende des Tages dann Chunky brauche für die Aufgabe. Aber da ist ja eh ein Tauschfass. Wir erinnern uns, da waren coole Münzen für den Diddy. Deshalb erledigen wir das gleich. So dass wir es nicht vergessen können. Oh, ich liebe das, das ständige Wechsel hier der Charaktere. So, wo ist hier der Aufweg hier? Oh! Lol. Das Ding, den Ballon habe ich vorhin noch gar nicht gesehen, ehrlich. Sammelst du das zuerst ein hier? Dann gehen wir nochmal zum Chunky. Siehste. Ja, man muss nur organisiert an das Spiel rangehen. Dann klappt das. Leute. Es ist wirklich alles nur halb so schlimm. Langsam sollte ich mir mal neue Muni besorgen. 20 leckere Bananas brauchst du noch. Dann hast du auch schon hier gewonnen. Achso. Wir wollen weiter hoch in die Firma. Genau hier lang ging's, oder? Wir erinnern uns, da oben war noch irgendwas für den guten Chunky zu erledigen. Es gab noch so ein versperrtes Gitter. Erinnert ihr euch? Das ist schon ein paar Parts her jetzt, aber ich denke schon, dass ihr es noch wisst. Genau hier wollte ich hin, nämlich. Genau. Jetzt passt auf das Triangel-Solo. Applaus, bitte! Yes. So, was ist hier los? Aha, Banana. Wo ist der Banana? Wo ist Banana? Leckere Banana. Aha. Lol. Aha, hier sind noch mehr Bananas. Oh, hier sind sogar alle restlichen, die mir noch fehlen. Dun, dun, dun. Noch ganz viel Muni. Und eine Schatztruhe. Ich liebe Fabrik Fatal, Leute. Auch wenn man sich da zuerst einen Überblick verschaffen muss, aber so schwer ist es gar nicht. Ihr habt es ja jetzt gesehen. Dum, 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 dum. Was ist jetzt los hier? Boss Rush wieder. Und halt Boss. Das sind ja keine Boss, das sind einfach Gegner. Au! Aggressiver Würfel, Mann. Was ist das hier? Dominostein. Nee, irgendwas anderes. Die Musik, Mann. Aua! Jetzt box mich nicht! Das ist doch kein Problem, Mann. Aha! Ah! Diese Fähigkeit haben wir ja auch gelernt. Aber noch nicht in Action gesehen. Schauen wir es uns an. Ja, Mann! Jetzt bin ich riesig, Mann! Box mich nicht. Hast du ge... Hört man.
Alter, der ist voll stark, der Typ, und ich bin gerade in der Wand drin gewesen. Oh nein, ich wollte eigentlich nur die Waffe nehmen, aber das geht offenbar nicht. Also die Waffe ziehen, während ich hier groß bin. Mensch! Yeah! Das wär's, oder? Dum, 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 dum. Waha! Heilen hier. Und alle Bananas für den guten Chunky. Leute, wir haben alles erledigt. Wir haben alle kleinen Bananen für ihn und alle großen Bananen von ihm. Also abgesehen von dem Blaupausen-Dingens halt. Leute, wie kommt man da hoch eigentlich? Aha. Eine Sache gibt es noch zu tun. Davor habe ich Angst. Davor habe ich Angst. Ihr erinnert euch an den DK Automat. Er ist nicht so geil, wie ihr glaubt. Aber es muss erledigt werden, Leute. Und jetzt ist es wohl soweit. Ich habe es lange vor mich hingeschoben. Aber jetzt ist es das Einzige, das uns noch hier zu erledigen bleibt. Oh. Vielleicht auch doch nicht. Fieses Versteck hier. So, wir wollen natürlich die Münzen hier mitnehmen. Denn sie werden uns dann später wichtig werden. Wenn wir dann neue Moves erlernen in anderen Welten. Wird immer teurer, das Zeug. Und somit Münzen immer wichtiger. Supi. Leute, betet bitte für mich. Denn jetzt geht's los hier. Wo war das nochmal? Nein, nein. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo das war. Leute, wir müssen jetzt eine Mission machen, die schon viele Leute zur Weißglut gebracht haben. Hat. Und das ist sie. Der Donkey Kong. Spielautomat. Holy shit. Um das Spiel durchzuspielen, muss man diese Quest machen. Denn man bekommt dann ein Item, das unerlässlich ist. So. Donkey Kong. So. Originales Donkey Kong Automatenspiel. Sehr cool, dass sie das da eingebaut haben. Das Arcade-Spiel. Nicht die NES-Version, sondern wirklich die Arcade-Version. Jeder von euch hat es wahrscheinlich schon gespielt, irgendwie. Und jeder kennt es natürlich. Natürlich ein Klassiker. Shit! Das ist schon ein Fail. Ein Klassiker der Videospielgeschichte. Damit hat alles angefangen mit Mario und so. Jeder kennt die Geschichte natürlich. Und schon verloren oder was? Verarschen. Ja, muss ich das nochmal... Ja... Nervige Aufgabe ist das, ja. Muss man sich das immer wieder anschauen. Wir müssen Pauline aus den Fängen von Donkey Kong retten. Das ist übrigens Cranky Kong, als er jung war. Das ist immer so ein bisschen zufällig, wo die
Fässer rollen werden oder wo sie runterrollen werden. Willst du mich verarschen? Ihr habt doch einen Hammer gehabt! Fail. Und das dritte Mal. Versteht mich nicht falsch. Ich hasse jetzt dieses Minispiel nicht. Das ist nur berühmt-berüchtigt. Ich feiere es sogar, dass es mit eingebaut wurde in dieses Spiel. Super Sache. Und ich liebe ja harte Herausforderungen. Und Leute, es ist ein Arcade-Spiel. Das werde ich ja wohl schaffen. Dim, 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 dim. Aber immer diese Cutscene hier anschauen. How high can you get? Hoffentlich sehr high. Ja, hoch da! Ja, hoch! Ah! Gut. Na? Wer kennt dieses Item? Hat ja auch in Super Smash Bros. Sein Auftritt. So, das erste Level ist geschafft. Aber freuen wir uns nicht zu früh. Es gibt ja noch eins. So, dieses Level ist in der NES-Version nicht dabei. Das kennen deshalb viele nicht. Scheißdreck, Mann! Und schon wieder Game Over. Holy shit! Jetzt müssen wir wieder ganz von vorne anfangen, Leute. Natürlich, wir könnten jetzt einfach cheaten und hier Save States, also Speicherpunkte, erstellen. So könnte man es sich hier in der Virtual Console Version leichter machen, aber Leute, wir machen es auf Old School. Es ist auf jeden Fall machbar. Aber wenn jetzt jemand von euch das mit Save States macht oder mit Speicherpunkten, ich blame keinen dafür, es ist vollkommen verständlich. Auch ein anderes Arcade-Spiel, das es noch zu bewältigen gibt im späteren Spielverlauf. Kann man ruhig mit... mit der Hilfe eines Save States machen. So, super. Supi! 50 Meter. Kuchenfabrik oder was ist das? Das ist ein Förderband übrigens, Leute. Ab wann bekommt man da denn ein One-Up? Darf ich da hoch, bitte? Sammelst du das bitte ein? Ich liebe die Kollision, Abfrage. So. Yes. ...75 Meter. Leute, diese Stage kennen wohl auch viele von euch. War zum Beispiel auch in Super Smash Bros. Brawl eine Stage und auch in Super Smash Bros. Für Wii U. So, ich warte jetzt, bis die Feuerflamme hier sich verduftet. Aber ihr müsst echt aufpassen. Die gute Ma... Ah, Scheißdreck! Mann! Und schon sind wir tot. Ich wollte gerade sagen, der gute Mario hat nämlich leider Glasknochen. Ja, scheiß doch drauf. Ich brauche hier keinen Namen. Ja, passt. Darf ich bitte weiterspielen? Ja, hallo. Hallo, ja. Darf ich weiterspielen oder nicht?
Ja, ich will doch nicht, dass mein Name registriert wird. Verdammte Scheiße! Mann! Wir müssen alle Level in Folge schaffen, Freunde. Einem Leben. Auch wenn hier oben frech One-Up blinkt. Es ist machbar, Leute! Es ist gar nicht so schwer, aber ein Fehler genügt, wie ihr schon mitbekommen habt, und ja, ist man da halt hier, oder? Ist dann halt schon scheiße. Mal da alles kaputt. Alter, ist das fies. Level 1 geschafft. So, das Level 2, das Kuchenlevel, das ist ja auch nicht so schwer. Was ist das für ein Hochhaus, Mann? Mittendrin auf einer Baustelle in Kuchenfabrik, na klar. Nintendo-Logik! So. Vorsicht, da oben könnte jederzeit eine Torte kommen. Oder die Flamme hier. Oder eine Torte. Gut. Ich lebe noch. Die Flamme da oben nervt mich aber. Kommst du runter? Mensch, das blöde Leiter. Das ist der Dicke hier. So, jetzt aber. Meter. So, ich sammle jetzt mal den Schirm da oben ein. Wollen wir die Punkte im Arsch vorbeigehen, aber... Mann, ich bin doch gesprungen, verdammte Scheiße! Holy shit, Mann! Nervige Kotze, Mann. Oh shit, das habe ich wieder darauf geklickt. Wundert euch nicht, übrigens nicht, dass dieses Virtual Console Menü, das ab und zu aufploppt, wenn ich auf den Touchscreen klicke, so verzogen ist. Das Spiel ist ja auf der Virtual Console in einem falschen Format. Bei der Nachbearbeitung, da stretche ich das Format in 16:9. Falls jemand das fragt. Also das Spiel an sich ist in 4:3 oder wie das heißt. Holy shit. 2 auf einmal oder was? Ich bin doch gesprungen! Ich hab den Sprungknopf gedrückt, aber du hast nicht reagiert, verdammte Kacke. Oh nein, Game Over, es tut mir sehr leid. Leute, es bringt nichts. Ich brauche eine Pause, sonst ärgere ich mich hier noch zu Tode. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Im nächsten Part müssen wir das auf jeden Fall schaffen. Diese Quest hier mit dem Arcade-Automaten. Und dann, wenn es dann hoffentlich relativ zügig geht, ich hoffe es, geht es weiter zum Boss dieser Welt. Denn dann haben wir diese Welt soweit abgeschlossen. Mehr können wir nicht sammeln. Das ist eine sehr gute Sache. Sehr, sehr gute Sache. Hoffentlich hat euch der Part gefallen. Wir haben viel hergekriegt, wirklich viel, viel gesammelt. Und Wahnsinn, Leute. Wir können stolz auf uns sein ein bisschen.
durchaus. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Bananenfressen und rührt diesen blöden Automaten nicht an. Ciao.